Hallo meine lieben Monsterschlechter, wir sind zurück. Was haben wir denn jetzt noch gerade offen? Ich muss auf den... genau das... oder das... Ich muss herausfinden, welches von Julians Geschenken der Herren des Sees gefällt. Lass uns später reden. Okay. Scheiße, ich hoffe, ich habe hier das Richtige genommen. Wisst ihr was? Ich werde... ja, ich werde zuerst hoch zum See laufen. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte mich ja für den Brautkranz entschieden, weil das wäre... halt für ihn eigentlich das wichtigste Andenken. Und dementsprechend bin ich der Meinung, muss es echt das wertvollste Geschenk sein. Er hat ja noch diese Alabasterfigur. Oder halt ein Diamant, aber komm, ein Diamant, puh, das stört ihn als Kaufmann sicherlich eh gar nicht. Und die Alabasterfigur, ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist, es wird der Brautkranz sein. So, Berenga sitzt da auch noch. Da ist der kleine Alvin. Alvin. Ja, Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid und ich kann gerade ein Spiel schon pre-uploaden, pre-downloaden, so. Ja, ich bin noch am überlegen, ob ich das vielleicht doch schon vorziehe dann. Also ich will The Witcher eigentlich noch durchkriegen vorher, bevor ich ein anderes Spiel anfange. Und danach habe ich die Auswahl zwischen zwei Titeln. Das eine wird das Ultra Spiel sein, das andere wird wahrscheinlich nicht so großartig gemacht werden. Vielleicht nehme ich gerade deswegen das zweite, weil das andere eh schon massiv geguckt werden wird. Aber das wäre dann auf jeden Fall direkt danach dran bei mir. Ich freue mich schon so mega. So, ich hoffe, ich habe jetzt echt keinen Mist gemacht. So, Leute. Hey, Hüterin, ich komme hier nicht runter, weil ich nicht hüpfen kann. Ja? Du siehst feucht aus. Herren. Na, Herren, sind dies die Gegenstände? Berenga interessiert sich nicht für das Schicksal. Berenga interessiert sich nicht für das Schicksal. Meine Vision betraf eindeutig euch, Geralt. Wenn ihr das sagt... Wenn die Zeit reif ist, helfe ich euch mit einem Geschenk. Okay. Die Herrin des Sees hat mir ein Geschenk versprochen. Ich muss geduldig sein. Ja? Herrin, sind dies die Gegenstände, die ihr wolltet? Herrin, sind dies die Gegenstände, die ihr wolltet? Versucht es nochmal, Hexer. Na gut. Zurück zu Julian und dem Priester. Ja? Herren, ihr habt mir eine Aufgabe gegeben. Herrin, ihr habt mir eine Aufgabe gegeben. Ich habe Geschenke von Menschen und wurde ja neu erwartet. Genau. Okay, das war dann waren halt. Muss auf den Feldern die Scherben. Muss herausfinden, welches das ist. Das, jetzt passt das auch wieder.
Kann ich doch denn noch mehr mitnehmen? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, bei dem Priester weiß ich es halt nicht. Aber bei Julian, was sollen... Das, also in meinen Augen ist es das Wertvollste, was er jetzt hat als Erinnerung. Also der Diamant, echt. Der ist doch scheiße. So, wurde ja neu, Priester. Die Herren des Sees möchte gern... Ne, ich habe Rengas Auftrag übernommen. Hä, das hatte ich doch schon. Die Herren des Sees möchte... Aber trotzdem... Darum kümmere... Das goldene Kalb? Das goldene Kalb. Habe ich jetzt beides? Kann man das irgendwo vielleicht nachlesen? Die Herren des Sees ist eine Gottheit des älteren Volkes, von solcher Weisheit und Macht, dass eine einzige Äußerung Hass und Gier besiegte. Sie sprach nur einen Satz. Einen Satz, so gefüllt mit Wahrheit, dass sie keine Wahl hatten. Denn kein Mensch und kein Wotjanoi kann der reinen Wahrheit widerstehen. So reichten sich Mensch und Wotjanoi die Hände, überreichten sich gegenseitig Geschenke und besiegelten einen Waffenstillstand. In der Tat bewirken die Geschenke Wunder. Ein goldenes Armband aus dem Besitz des Dorfältesten, reichlich versiert durch die Hand eines wahren Meisters, ging an die Wotjanoi. Und ein alter Wotjanoi blickte in das Gesicht der Herren des Sees und sagte, euer Wort kann die Welt untergehen lassen, wie es sie auch in Flammen setzen kann, so dass nur noch Asche verbleibt. Und als die Leute eine glänzende Alabasterstatue erscheinen sahen, waren sie alle sprachlos. Und am See, in einem wundervollen Land, wurde ein großes Fest gehalten. So geht die Geschichte. Ich hab das schon wieder das Falsche mitgenommen. Kann ich ihm laden? Mist! Ja, okay. Ach, wie doof. Ja, hätte man das doch einfach mal vorher gelesen, ne? Ich hatte das, glaube ich, schon zweimal hatte ich das aktiviert oder angeklickt. Hab mir den Text nie durchgelesen und es steht da ja nun eindeutig drin. Es sind die Gegenstände, die damals schon getauscht wurden. Es geht nicht um Gegenstände, die jetzt wichtig sind. Es ging halt um damals. So. Die Herren, die aber darum groß. Der goldene Armreif. Den goldenen. So, den habe ich. Und jetzt brauchen wir noch die Alabasterstatue. Gut, macht dann so auch Sinn. Ne? Das war halt das Tauschgeschäft zwischen diesen beiden Völkern. Dann macht die Alabasterstatue auch wieder Sinn. Und ich ging halt davon aus, dass es halt das sein muss, was denen am wichtigsten ist. Also so hat man das zumindest in den Gesprächen verstanden. Na gut, Leute, kein Problem. Keine Sorge, Leute, das passt schon. Man könnte jetzt natürlich auch, wo man schon hier unten ist, die Spiegelscherben eben sammeln. Ich glaube, das mache ich auch als nächstes. Die Spiegelscherben. Thank you.
langsam die Nacht über. 20 Uhr haben wir. Kann ich euch helfen? Nein, mir ist nicht mehr zu helfen. Geralt? Ja, Eine Überall... Glaubt, es ist ein... In dem... Natürlich geht... So, ich brauche die Alabaster-Figur. Die Alabaster-Figur. Ihr nehmt. So. Aber. Aber. Rückgang zum Dorf. Das war doch hier, oder nicht? Ich muss auf den Feldern die Scherben von Alina Spiegel suchen. Leute, ich bin so dämlich. Hier sehen wir doch, wie die Charakterstufe ist. Wisst ihr, was ich eben gerade gedacht hatte? Ich hatte so aus dem Augenwinkel immer gesehen, dass hier so ein blauer Kranz war, ne? Und eben sah ich nur, der ist weg, hab so überlegt. Wir haben ja gerade ein Level up. Mal eben raufgucken. Ja, das ist unsere Erfahrungsleiste und wir sind Stufe 28. Jetzt haben wir es. Mann, Leute, ey, das ging ja gut bei mir. Spiel schon fast durch und jetzt erst so manches halt herausgefunden. Ja, schön. So. Findet man die auch nachts? Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ups, verdrückt. So. Alvin! Ja? Das ist mega dunkel hier. Sei brav. Es war ein Unfall. Ich wollte niemanden töten, aber der Zorn machte mich blind. Ich wollte nur geliebt werden. Sie hatte nur Verachtung für ihn übrig. Seine Gefühle interessierten sie nicht. Ich hätte mich niemals so verhalten. Ich fürchte die Nacht. Schon immer. Oh, Baby. Was war falsch daran, dass ich bei meinem Liebsten sein wollte? Gewiss hätte er gelernt, mich zu lieben. Ja, aber nicht aus... Oh. Es war ein Unfall. Ich wollte nicht... Ja, ich hab's verstanden. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Hilfe, Hilfe! Ja. Ich will die jetzt eigentlich auch gar nicht platt machen. Es sei denn... Was ist denn? Wo sind denn jetzt diese... diese... Alina Spiegel. Warum gucke ich denn nicht auf die Karte, Mensch? Stimmt, weil wir zwischendurch schon mal von der Karte verarscht worden sind. Ihr erinnert euch noch vielleicht. Na, Logo. Hundertprozentig jetzt hier oben, wo ich mich letztens noch gefragt hatte, was kann man denn hier oben machen? Und?
Da leuchtet doch. Hä? Oder kommt er nur am. Kann ich den nur am Tage aufsammeln? Ich laufe mal eben einmal um das Gebäude. Hier liegt nichts. Das muss der Spiegel gewesen sein. Ja, ist ja kein Problem. So, dann brauche ich auch mal eben neue Tränke. Erhöht die Giftresistenz. Auch eigentlich Schwalbe, genau. Weiße Möwe, ich mische einfach mal eine weiße Möwe. Ich habe nämlich keine Ahnung, wofür der jetzt ganz genau ist. Ach! So, passt das erstmal. Da haben wir erstmal wieder ein paar. Obwohl, einer geht noch. Da wollte ich ja nichts mehr lernen. Wie war das hier? Ausdauer. Das hatte ich auch. Intelligenz, da wusste ich bei der einen Sache ja nicht, was das bringt. Und hier. Bin ich nicht sicher. Würde doch gerne. Nee, hier nichts mehr. Ich mache jetzt erstmal mit den anderen Sachen weiter, ja? So, starkes Silber. Was? Ja, genau. So. Und wir haben jetzt noch Bronze. Das habe ich noch nicht einmal benutzt. Geht den Jedi Geistestrick. So. Ein zweites Mal. So. Das war der Spiegel. Oder nicht? Eine kleine Scherbe eines zerbrochenen Spiegels. Die taucht bestimmt an jeder Stelle auf, oder?
Ja, Leute, ich bin auch so ein Frosch, ey. Kein Hexenfrosch bin ich. Dass ich das jetzt erst gecheckt habe, dass das da oben die EP-Leiste war. Und ich habe mich die ganze Zeit immer... Ich wusste, wir hatten ganz zu Beginn... Wusste ich ganz genau, dass man irgendwo gesehen hatte, welches Level man hat. Und ich habe es immer wieder gesucht. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen. Vielleicht habt ihr es nur so festgestellt, weil ich dann zwischendurch mal so rumgesucht hatte oder so. Ah, nee, ey. Das ist jetzt nur noch sie als Mittags Erscheinung. Und genauso ist ihre Schwester jetzt nur noch nachts unterwegs. Interessant. Aber ich finde das ganze Spiel ist einfach so unglaublich geil. Tut mir leid, Leute, aber ist einfach geil. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, warum. Warum Geralt jetzt eben Jirde nicht einsetzen wollte. Naja. Mittagsbraut. Alvin, sehr schön. Bleib schön bei mir. Ein Ort der Macht. Mittagsbraut. So, und eine kommt noch. Geralt. Du solltest dich doch verstecken, wenn es gefährlich wird. Ich höre Stimmen von all den Frauen, die hier leben. Sie sind tot, Alvin. Viele fürchten mich. Sie nennen mich Teufelskind, wenn sie glauben, ich höre sie nicht. Diese Leute fürchten nur, was sie nicht verstehen. Ich will, dass sie mich mögen. Ich will sie nicht sterben sehen. Was soll ich tun?
Oh Mann, Schicksal ist nicht alles. Wir bestimmen selbst über unser Schicksal. Deine Visionen sind ein Geschenk, kein Fluch. Es liegt an dir, Gutes daraus zu machen. Halte deine das nehmen wir. Deine Visionen sind ein Geschenk, kein Fluch. Es liegt an dir, Gutes daraus zu machen. Ich werde es mir merken. Sehr schön. So, ich muss einen Handwerker finden. Und ich habe allen gesagt, dass seine Kräfte eine Gabe sind. Ich finde ich auch. Man muss halt das Beste daraus machen. Also irgendwie geht das mit Art schneller. Leute, dabei habe ich mich auf Irden total gefreut. Aber vielleicht wird Irden ja noch besser. Vor allem, ich habe da ja schon fast alles, ne? Was haben wir denn noch? Ladung 10, Zeichen 100%. Bewirkt. Die Machtverstärkung des Zeichens zu stärken, restlichen und gedrückt halten. Schaden 100%, Kreis des Todes. Ja, und Art hat natürlich 50 Niederschlag halt. Um die Machtverstärkung des Zeichens gedrückt halten. Nur im Stark. Oh, das ist schon gut. Erhöht die Chance von Das ist schon nicht schlecht, Leute. Wie wäre das denn bei Igni? Einer. Tja. Ich weiß noch nicht. Irgendwie ist alles gut. Ich glaube, das wird in den nächsten Teilen noch schwieriger, sich zu entscheiden, weil da kann man noch weniger mit einem Durchlauf lernen. Hier kann es ja gefühlt schon... Ja, alles wäre jetzt übertrieben, aber wir sind ja schon echt gut dabei von den Skills her, ne? So, ja, natürlich müssen wir zum Schmied hin. Wo auch sonst? Oh. Ja, das ist dann noch wieder ein Projekt, was ich auch noch irgendwann mit reinnehmen werde. Ja? Berengar erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt... Ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh. Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar.
Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruiter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Okay. Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Für 100 Orens. Abgemacht. Abgemacht. Hier sind die Teile. Ich bezahle euch, wenn ihr fertig seid. Ja, aber ja, genau. Rüstung. Ich muss die Notizen eines Elfen Mindelsängers und die Überreste von Ravens Rüstung finden. Die werden wir nie zusammenbekommen, Leute. So, bist du fertig? Fleisch, kein Preis. Und jetzt? Abgeschlossen. So, ich gehe jetzt. Das denke ich mal, das sollte jetzt genügen. Also, ne? Eine Minute muss einfach ausreichen. Ah, guck mal, er macht ja schon nichts mehr. Ja? Ist mein Spiegel fertig? Ist mein Spiegel fertig? Wie neu. Also, 100 Orens? Ja. Hier,